In diesem Video schauen wir uns die Spieleraufgabe zu Torts Martinez genauer an. Wie gewohnt werfen wir einen Blick auf die Aufgaben und danach noch auf die Karte. Für Martinez hast du noch Zeit bis nächsten Freitag. Für alle Aufgaben musst du den Modus Serie A Auswahl spielen. Das Ganze ist ein Live-Food-Freundschaftsspiel-Modus. Hier brauchst du in deiner Startelf und auf der Bank nur Serie A Spieler. Dazu genau aus 11 verschiedenen Vereinen und aus mindestens 3 Ländern bzw. Nationen. Das mit den Ländern klappt nebenbei, schau einfach, was du im Verein hast und kauf dann gegebenenfalls noch Spieler von Vereinen, die du noch nicht hast. Insgesamt musst du hier auf jeden Fall in 10 separaten Spielen treffen. Probier hier also wirklich einfach in jedem Spiel ein Tor zu erzielen, dann sollte das Ganze auch relativ schnell klappen. Wenn du früh merkst, dass dein Gegner beispielsweise stärker ist, kannst du einfach rausgehen und so sollte es dann mit der Golden Goal Regel relativ gut klappen, sofern sich eben alle dran halten. Insgesamt musst du halt 4 Spiele gewinnen, das ist aber auch ganz locker möglich. 5 Tore musst du mit Mittelfeldspielern erzielen. Dazu zählen also ZDM, ZM, ZOM, LM und RM. Achte darauf, dass die Spieler auf den richtigen Positionen sind. Gegebenenfalls kannst du hier mit dem Positionsmodifikator dann einfach nochmal die Spieler umformen. Dann sollte das aber easy klappen. Insgesamt musst du dann noch 12 Tore einfach vorbereiten. Lass doch jetzt gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat. Schauen wir uns jetzt noch die Karte von Martinez an. Er spielt in der Serie A bei Inter und kommt aus Argentinien. Als Spieler Arbeitsraten hat er Hochmittel, er hat nice 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Bei seinen Werten ist das Tempo wirklich richtig top. Dazu sehen auch die Schusswerte mit 93 wirklich sehr stabil aus. Beim Passen ist die Übersicht gut und auch der kurze Pass. Richtig gut kann Martinez dann auch noch dribbeln und bei der Physis ist die Ausdauer mit 90 auch wirklich gut. Insgesamt sieht die Karte schon auch echt nice aus. Um seine Werte nochmal zu pushen, könnt ihr ihn als Chemistry Style dann noch einen Hawk geben. Ansonsten gibt es hier aber auch noch andere Möglichkeiten. Verlinken kannst du Martinez natürlich auch richtig gut, zum Beispiel mit Dybala, Brozovic oder auch Berardi. Das war es insgesamt auch schon vom Video. Hast du Fragen zu den Aufgaben, dann stell die gerne noch unten in den Kommentaren. Lass es noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.